Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und ihr wundert euch sicherlich, warum ich hier gerade in meinem Jurassic World Nachbau bin. Das liegt daran, dass wir endlich den zweiten Wassersaurier für das Spiel durch Mods bekommen. Ist allerdings noch keine neue Spezies, also eine Replacement-Mod für den Apatosaurus. Und welche das ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Nämlich ist das der Elasmosaurus. Der sieht so ein bisschen aus wie Nessie. Der krasse Zähne, das sieht man jetzt schon. Heftig. Dauert natürlich bei den Sauropoden immer so ein bisschen. Die sind ja immer gemächlicher, das kennt ihr ja schon. Gut, dieses Fliegen in der Luft oder Gehen sieht natürlich jetzt ein bisschen weird aus, aber das ist ja ganz normal. Wenn er dann unter Wasser ist, sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Also es sieht zumindest auch von oben und so ein bisschen aus wie Flossenbewegung. Das ist ja an sich nicht ganz so einfach hinzubekommen bei einer Mod. Weil man halt einen Laufdino mit einer Laufbewegung ja zum Schwimmen bringen muss. Aber das Model an sich so auf den ersten Blick sieht schon ganz cool aus. Und das sieht schon so aus, als wenn der schwimmt. Also ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das von den Größenverhältnissen her ist. Ob der größer war oder kleiner. Meistens ist es ja so, dass Seeungeheuer oder Tierchen, die im Wasser leben, ein bisschen größer sind. Oh, der Blick so... Okay, das ist ja creepy. Also die Auflösung und Qualität ist leider nicht ganz so gut. Hat auch das Auge ein bisschen gelitten. Aber sieht sehr creepy aus, auch das Gebiss. Ich finde das cool. Ich hoffe, wir kriegen in Zukunft noch viel, viel mehr. Den Plesio gibt es ja, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, welches es da noch gibt. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Das hier sind die Flossen. Also die Qualität ist halt wirklich nicht die allerbeste an der einen oder anderen Stelle. Aber ist schon nicht schlecht, also gefällt mir gut. Die Farbe ist auch interessant. Halt unten so ein bisschen grünlich, gelblich und hell und oben dunkel. Aber das ist ja meistens bei Wasserlebewesen so. Es liegt einfach daran, wenn unter denen ein Raubtier ist und die dann nach oben gucken, dann sind die meistens am Bauch hell, damit sie nicht so auffällig sind. Und von oben ist es halt genau andersrum. Oben sind sie dann dunkel, weil wenn man von oben runter guckt, dann sieht man die halt auch schlechter. Ich glaube, deswegen sind so Unterwassertierchen meistens am Bauch weiß und hell und oben etwas dunkler. Er frisst logischerweise auch hier in diesen großen Pflanzenfutterspendern, was sogar sehr gut aussieht. Aber das spielt tatsächlich gar keine Rolle, weil wenn man so ein Unterwassertierchen natürlich platziert, will man dann eher, dass die auch unter Wasser sind und den Fieder will man dann am besten komplett verstecken. Vielleicht bringt ja mal irgendjemand eine Mod raus, wo der dann unsichtbar ist. Das wäre ja nicht schlecht für solche Unterwassertierchen. Wir lassen aber natürlich noch einen zweiten frei. Mit einem anderen Skin. Und der sieht definitiv schon ein bisschen schlichter aus. Das Grün da war mir ein bisschen zu knallig. Aber das sieht besser aus. Zoomen schon mal ein bisschen ran, damit wir das besser sehen. Machen wir schnell den Controller an. Ah, jetzt geht das Ganze. Ja, der Skin gefällt mir besser. Der ist halt wirklich natürlicher und schlichter. Finde ich auch echt viel, viel schöner dadurch. Die Maserung auch sehr nice aus. Die ist zwar bei dem anderen identisch, aber die Farben sind mir dann doch ein bisschen zu knallig. Das ist echt cool. Der ist aber, wie gesagt, noch keine neue Spezies. Der ersetzt den Apato. Und deshalb ist es dann auch so, wenn man hier reinguckt, in das Entwicklungslabor, ist hier kein eigenes Bild und auch kein Name und sowas angepasst, leider. Kommt aber hoffentlich noch. Und jetzt mal noch einen dritten freilassen. Das machen wir meistens so. Schauen wir uns den auch mal an, wie der aussieht. Okay, der ist identisch.
Einen weiteren habe ich jetzt noch freigelassen. Das dürfte Sumpf sein. Der ist sogar ein bisschen anders. Oder? Ja doch, der ist so ein bisschen gelblicher. So ein bisschen gelb ist da schon mit drin. Sieht auch nicht schlecht aus. Der gefällt mir auch gut. Wahrscheinlich unterscheiden die sich alle so ein bisschen. Ich betäube die übrigens hier gerade schon. Nicht, dass ihr euch wundert, was hier passiert. Weil die kommen jetzt gleich in das coole Mosasaurus-Becken. Und dann schauen wir uns den mal an seinem richtigen Element an. So, da kommen sie angeflogen und landen jetzt gleich. Ich glaube, die sind halt wirklich zu klein. Wenn man das jetzt hier so mit dem Showbecken vergleicht, dann wirken sie schon winzig. Ich meine, der Mosa ist natürlich auch riesig, das muss man dazu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der früher so klein war. Aber ihr könnt gerne mal Infos über den in die Kommentare schreiben. Der ist natürlich jetzt sehr tief, aber das sieht cool aus. Gerade weil das auch so ein bisschen sich dann verzerrt unter Wasser. Sieht schon nice aus. Wir holen den aber gleich mal ein bisschen mehr an die Oberfläche. Seht ihr das nochmal besser? Da ist er. Ich würde sagen, wir heben das jetzt mal auf eine Höhe, dass der ja, vielleicht so ganz leicht rausguckt. Oder wie macht man das am besten? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal so aus. Wenn das jetzt hier gleich blöd aussieht, das Showbecken, dann ist es so. Macht nichts. Geht jetzt natürlich nicht darum, dass das Showbecken erhalten bleibt, sondern dass wir den Elasmo uns vernünftig angucken können. Er sieht schon aus wie Nessie, das Seeungeheuer. Hat irgendwie was, wenn da so der Kopf rausguckt. Ich find's cool. Ich muss echt sagen, ich liebe die Modding-Szene einfach so sehr. Aktuell bei Jurassic World Evolution und Planet Zoo ist es so krass. Kommt da echt gar nicht mehr hinterher. So viele Mods kommen da täglich raus. Wie cool das aussieht. Liebe Modder da draußen, bitte mehr davon. Mehr von solchen Wassersauriern. Und ihr könnt euch auch gerne mal an Flugsaurier wagen, wenn ihr das hinbekommt. So den Dimorphodon oder so. Hätte doch was. Das ist mega cool. Meine große Animation uns jetzt angucken, ja, geht glaube ich gar nicht. Weil viele Animationen haben die Sauropoden gar nicht. Höchstens noch schlafen, aber das ist auch eher uninteressant. Ich würde sagen, das soll es mit diesem kurzen Mod-Vorstellungsvideo von dem Elasmosaurus gewesen sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Mod findet und wenn ihr sie selbst ausprobieren wollt und euch mal die anderen Skins angucken wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist der Link und alle Infos dazu. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.